Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Björn Höcke Sarah Wagenknecht in die AfD einlädt und was er sonst in seiner Rede gesagt hat, was aus meiner Sicht bemerkenswert ist, was sehr gut ist und was aus meiner Sicht er noch besser machen könnte. Und warum aus meiner Sicht leider, man würde es sich zwar anders wünschen, ich möchte Sarah Wagenknecht auch mögen, aber warum man sich von Sarah Wagenknecht aus meiner Sicht eher distanzieren sollte. Jetzt im folgenden Ausschnitt der Rede, danach ein paar Worte dazu. Und er wurde von einem Journalist damals gefragt, Herr Botschafter, wer hat den Sechstagekrieg begonnen und wer hat die ersten Schüsse abgegeben? Und der Botschafter antwortete, das ist gänzlich belanglos. Entscheidend ist, was den ersten Schüssen vorausgegangen ist. Zitat Ende. Jede Geschichte hat ihre Vorgeschichte. Jede Kriegsgeschichte hat ihre Vorgeschichte. Der Erste Weltkrieg hat viele Väter. Der Zweite Weltkrieg hat viele Väter. Und auch der Ukraine-Krieg hat viele Väter, liebe Freunde. Und auch der Westen hat einen langen, langen Anlauf in diesen Krieg hineingenommen, wenn man genau sein will, einen Anlauf, der fast 30 Jahre gedauert hat. Ich möchte zunächst kurz diese Geschichte Revue passieren lassen. Der eiserne Vorhang fiel, die das erleben durften, waren voller Freude und glaubten an eine Weltfriedensordnung, an eine friedliche Zukunft der Weltgemeinschaft, der Völkergemeinschaft. Das war 1989, 1990, die Euphorie war groß. Und auch die USA schalteten zunächst auf einen Kooperationsmodus mit Russland um. Aber schon 1994 veränderte sich was in der geostrategischen Ausrichtung der Vereinigten Staaten von Amerika. Damals wurde Bill Clinton amerikanischer Präsident. 1994 begannen die Amerikaner in Europa eine andere Politik umzusetzen. Die Amerikaner boten den mittel- und osteuropäischen Staaten Partnerschaften für den Frieden an, so hieß das damals. Die geostrategische Intention war klar, man wollte die neuen Staaten Mittel- und Osteuropas langsam an das nordatlantische Bündnis heranführen. Schon 2004 waren sämtliche Warschauer Paktstaaten außerhalb der ehemaligen, der zerfallenen Sowjetunion in der NATO. 2008 beschloss man auf dem NATO-Gipfel von Bukarest den Beitritt von Georgien und der Ukraine. 2008, das war das Jahr, in dem Wladimir Putin zum ersten Mal, nachdem er wieder und wieder die Hand in Richtung Westen ausgestreckt hatte, deutlich sagte, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist die rote Linie für Russland. Man stelle sich vor, liebe Freunde, Russland würde Mexiko waffenmäßig aufrüsten, damit Mexiko gegen die USA in Stellung gebracht wird. Das ist ein Vergleich, der nicht hinkt, sondern der ins Schwarze trifft. Putin hat damals klargemacht, bis hierhin und nicht weiter. 2014, viele von uns erinnern sich noch gut daran, da folgte ja der Putsch auf dem Maidan, auch mit US-amerikanischer Hilfe, und der gewählte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch, der eine neutrale Position für die Ukraine wollte, eine Position mit Brückenfunktion zwischen West und Ost, eine vernünftige Position, der wurde weggeputscht, der wurde gestürzt. Und dann 2014 begann der stille Bürgerkrieg gegen die russischstämmige Bevölkerung in den ostukrainischen Provinzen. Der Staat Ukraine bezahlte keine Rente mehr aus in die Ostprovinzen seines Territoriums. Die russische Sprache wurde verboten und bis zum Jahr 2022 verloren durch Beschuss von Ukrainern auf das ostukrainische Gebiet, auf das Gebiet des Donbasses, schätzungsweise 14.000 Menschen ihr Leben. Und dann war die letzte Woche vor dem Kriegsbeginn angebrochen.
die Ukraine verzwanzigfachte, verdreißigfachte, vervierzigfachte ihren Artilleriebeschuss in das Donbassgebiet. Jeder Militärtaktiker hätte das als sicheres Anzeichen, als untrügliches Zeichen dafür gewertet, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Das, liebe Freunde, das ist im Telegram-Stil die Vorgeschichte, die in unseren gleichgeschalteten Medien nicht erzählt wird. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Demokratie nicht mehr voll funktionsfähig ist. Eine Demokratie ohne eine kritische, ohne eine offene Presse ist keine Demokratie mehr. Liebe Freunde, es ist nicht meine Aufgabe als deutscher Oppositionspolitiker, das Handeln des Kremls einzuordnen oder zu bewerten. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, und deswegen stehe ich heute auch hier in Dresden mit euch gemeinsam, dass die Deutschen, meine Mitbürger, nicht nur die einseitige Erzählung der Kriegstreiber hören, die diese unwidersprochen in den Konzernmedien und in den zwangsgebührenfinanzierten Staatsmedien zum Besten geben dürfen. Das ist meine Aufgabe und das ist eure Aufgabe als Freunde einer wahren Opposition in Deutschland, immer und immer wieder aufzuklären, immer und immer wieder eine zweite und dritte Perspektive aufzurufen und den gleichgeschalteten Mitbürgern zu erklären, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Die Geschichte, die Politik hat ganz, ganz viele Grautöne. Unser Deutschland hat kein Interesse an diesem Krieg. Wir halten fest, vor dem Krieg gab es wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Die waren robust, die waren sogar im Wachstum begriffen. Die Nord Stream Pipelines bedeuteten mehr Annäherung zwischen Deutschland und Russland. Sie bedeuteten mehr Vertrauen und sie bedeuteten geostrategisch die Möglichkeit, die leider leicht von äußeren und vor allen Dingen von außereuropäischen Mächten zu manipulierenden Staaten wie die Ukraine und Polen zu umgehen. Die USA haben jetzt freie Bahn. Sie können uns hier teures und umweltschädliches Fracking-Gas verkaufen. Sie können Unternehmen aus dem Energiehochpreisland, dafür haben sie ja gesorgt, abwerben, und sie tun es schon fleißig, viele Unternehmer, und sagen, ich kann hier nicht weiter zu diesen Preisen produzieren, Deutschland ist mit diesen Energiepreisen nicht mehr weltmarktfähig. Sie brechen ihre Zelte ab, sie gehen in die Vereinigten Staaten von Amerika, sie schaffen dort neue Arbeitsplätze und Wertschöpfung, die hier dann nicht mehr vollzogen und nicht mehr generiert werden kann. Die Vereinigten Staaten von Europa sind es, liebe Freunde, die jetzt die europäischen Staaten mit ihrer Rüstungstechnik ausliefern, ausstatten, weil die europäischen Staaten entweder direkt oder im Ringtausch ihre Waffen in den Ukraine-Krieg hineingeworfen haben. Nochmal, Deutschland hatte und hat keinerlei Interessen an diesem Krieg. Es ist nicht unser Krieg. Der Ukraine-Krieg ist ein Stellvertreterkrieg der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich möchte an der Stelle natürlich klarstellen, dass wir jedem friedensliebenden Amerikaner, und von diesen Menschen gibt es ganz, ganz viele Millionen, in Freundschaft die Hand reichen. Auch Amerika, auch die USA sind ein fremdbestimmtes Land, genau wie Deutschland, fremdbestimmt von einer kriegsgeilen, globalistischen Elite, die unsere Länder in die Irre führt, die die Menschen manipuliert und die uns für die Zukunft nichts Gutes will. Und dieser Elite müssen wir das Handwerk legen. Liebe Freunde, der zweite Leitsatz lautet, die Sprengung der Nord Stream Pipelines war ein feindseliger Akt, ja, ich möchte sogar sagen, ein kriegerischer Akt. Der Bau der Ostsee-Pipelines war kluge deutsche Interessenpolitik.
Und das kommt ja nicht so oft vor, dass die Bundesrepublik Deutschland bzw. ihre politische Führung mal kluge Interessenpolitik in den letzten Jahrzehnten betrieben hat. Diese Pipelines haben uns mehr Verhandlungsspielraum in alle Richtungen beschert. Die Enthüllung des US-amerikanischen Star-Journalisten Samuel Hersh, das ist nicht niemand, liebe Freunde, das ist ein großer Ingenieur des internationalen Journalismus. Das ist der Mann, der schon die Kriegsverbrechen der Amerikaner in Vietnam an die Öffentlichkeit gezogen hat. Das ist der Mann, der den Watergate-Skandal in die Öffentlichkeit getragen hat. Das ist der Mann, der die Foltereinrichtung der amerikanischen Armee transparent gemacht hat. Dieser Mann gehört zur Krone des investigativen Journalismus. Dieser Mann hat eine Indizienlage vorgelegt, was die Sprengung der Nord Stream Pipelines angeht, die man fast schon als Beweislage einordnen muss. Meiner Meinung nach haben die USA ihre Drohung, die Drohung stand da schon seit Jahren im Raum, dass dieses Projekt verhindert werden sollte, und nachdem sie es nicht verhindern konnten, haben sie es eben in die Luft gejagt, jetzt auch umgesetzt. Hersh berichtet von Ausbildungslagern in Florida, wo die Spezialisten geschult worden sind, die die Sprengung durchgeführt haben. Hersh berichtet von 8 Bomben, die an den 4 Rohren angebracht worden sind im Rahmen eines NATO-Manövers. Hersh berichtet davon, dass Joe Biden im Juni, als die Bomben zündfertig waren, zunächst noch zögerte, bis ihm einige Experten sagen: Herr Biden, wenn Sie länger warten, dann funktionieren die Bomben nicht mehr. Die vertragen es nicht, so lange unter Wasser zu liegen. Und dann hat er im September den Befehl gegeben, diese Bomben in die Luft zu jagen. 6 von 8 Bomben sind gezündet, 2 haben nicht mehr funktioniert. Das ist die Geschichte, die Hersh uns erzählt. Und er berichtet uns davon, dass leider auch die Norweger ihre Hand drin haben in diesem perfiden Spiel, weil sie die Hoffnung hatten, noch mehr Gas nach Mitteleuropa, noch mehr Gas nach Deutschland liefern zu können. Und ein wichtiges Indiz in diesem Zusammenhang ist, dass die wenige Kilometer weiter westlich verlaufende Norwegen-Polen-Pipeline völlig unangetastet geblieben ist. Auch das ist ein deutliches Indiz dafür, dass die Russen mit Sicherheit ihre Hände hier nicht im Spiel haben. Liebe Freunde, wenn Samuel Hersh recht hat, dann zeigen die Sprengungen dreierlei. Erstens, die Interessenpolitik der USA, diese zynisch-rationale Politik, sie kennt keine Tabus. Zweitens, das Gerede von unseren westlichen Freunden ist hohles Geschwätz. Und drittens, falls Olaf Scholz vorher von Joe Biden über die Sprengung der Nordsee-Pipelines informiert worden ist, falls das tatsächlich so gewesen ist, dann ist dieser Mann nicht nur ein Lügner, und das ist er jetzt schon, sondern dann ist dieser Mann, unser Bundeskanzler, ein Hochverräter. Die Sprengung bedeutet, dass wir abhängig sind von wenigen Gasimporteuren, dass wir noch erpressbarer sind als Industrieland ohne eigene nennenswerte Energievorkommen. Alles das ist für uns mit katastrophalen Folgen verbunden. Die Folge der Deindustrialisierung steht uns schon deutlich vor Augen. Vor allen Dingen werden wir alle, die wir hier stehen, einen historischen Wohlstandsverlust zu erleiden haben. Nochmal, liebe Freunde, diese Sprengung ist ein feindlicher Akt gewesen, ist ein kriegerischer Akt gewesen in einem Wirtschaftskrieg, der vor allen Dingen gegen Deutschland geführt wird. Die Welt des Westens kämpft natürlich gegen Lügner und Demagogen, und wie ich schon feststellte, natürlich kämpft die freie Welt gegen das Böse in der Welt. Aus kritischem Journalismus ist das geworden in unserer ach so freien westlichen Welt, was eigentlich ein Kennzeichen von unfreien Gesellschaften ist, nämlich die reine, die nackte Propaganda. Die Vorgeschichte zum Ukraine-Krieg, die findet man tatsächlich nur in alternativen Medien oder wenn man mit Patrioten gemeinsam eine Friedenskundgebung macht, wie heute hier in Dresden. Auch dann kriegt man die alternative Perspektive geboten.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute hier sind. Und es ist so wichtig, dass es freie Medien gibt. Und diese freien Medien, die müssen wir unterstützen, die müssen wir schützen, denn sie werden angegriffen von den Mächtigen. Sie werden zensiert, ihnen will man den Geldhahn abdrehen. Stellen wir uns schützend vor die freien Medien und sagen wir heute aus Dresden wieder herzlichen Dank, liebe Männer und Frauen, die als Blogger, als freie Journalisten den Kampf um die Freiheit und den Frieden gemeinsam mit uns führt. Danke dafür. Noch fallen unsere jungen Männer nicht an der neuen Ostfront, aber das kann ja noch kommen. Im Augenblick sieht es danach aus, dass wir in diesen Krieg, diesen heißen Krieg hineingetrieben werden. Aber bedenken wir bitte, dass in diesem jetzt zum ersten Mal vergehenden Kriegsjahr, dass in diesem ersten Kriegsjahr bereits über 200.000 junge Ukrainer, junge Russen an der Front verblutet sind. Junge Menschen, die noch keine Familien gründen konnten. Junge Menschen, die ihr Leben noch nicht ansatzweise gelebt haben. Jeder Vater, jeder Mutter, der an das grausame Sterben jetzt an der Front im Osten denkt, an der neuen Ostfront, dem und der muss das Herz bluten. Wir müssen die ganze Geschichte erzählen, wie ich das eingangs schon formuliert habe und gefordert habe. Wir müssen immer und immer wieder die zweite und dritte Perspektive einnehmen. Wir müssen immer wieder Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit in diesem Lande einfordern. Denn die Meinungsfreiheit in diesem Lande, die ist bedrängt, die ist schon fast zerstört. Und wir müssen um sie kämpfen. Und wir müssen jeden Tag mit Mut und Klugheit den Westen mit seiner Kriegshetze, den Westen mit seinen Konzernmedien in ihrer Agitation und Propaganda widerstehen. Und wir müssen täglich, wöchentlich, monatlich immer und immer wieder auf die Straße gehen und unsere Forderung nach Freiheit und Frieden auf die Straße tragen. So wie heute und hier, liebe Freunde. Und wenn sich morgen in Berlin Menschen um die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und die Feministin Alice Schwarzer versammeln, und Alice Schwarzer hat in den letzten Jahren auch eine steile Lernkurve hingelegt und hat auch beherzt und mutig auf die Gefahren des politischen Islam für die Freiheit der Frau in Deutschland hingewiesen. Auch diese Frau ist in der Lage zu lernen. Sie hat mich einmal als Pascha des Monats beschrieben. Das habe ich ihr lange verziehen. Diese Frau ist auf einem guten Weg. Und wenn morgen mit Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer in Berlin viele, viele tausend Menschen demonstrieren, dann bin ich stolz darauf und dann bin ich glücklich darüber. Und ich wünsche dieser Veranstaltung, und ich glaube, wir alle wünschen dieser Veranstaltung maximale Erfolge. Und ich möchte abschließend noch ein persönliches Wort in die Richtung der beiden Damen loswerden. Liebe Sarah Wagenknecht, liebe Alice Schwarzer, danke für eure Veranstaltung, die ihr morgen in Berlin organisiert. Gegen viel Widerstand tut ihr das. Ich weiß, wie das ist, gegen viel Widerstand des Mainstreams, sowas zu organisieren und durchzuhalten. Am Anfang dachte ich, ihr kippt um, aber ihr habt das durchgezogen. Und das ist gut und darauf dürft ihr stolz sein. Das war ein wichtiger Schritt. Auch wenn es nur ein erster Schritt war, aber es war, wie gesagt, ein wichtiger Schritt. Aber, liebe Sarah Wagenknecht, das geht jetzt in Ihre Richtung. Ich glaube, Sie haben, was die Friedenspolitik angeht, die richtige Position gefunden. Allerdings müssen Sie leider bemerken, und Sie sind eine kluge Frau, dass Sie mit dieser Position in Ihrer Partei, die Linke, auf weiter Flur mehr oder weniger alleine stehen, in ihrer Zivilgesellschaft mehr oder weniger alleine stehen. Ich habe den Bundesparteitag der Linken in Erfurt verfolgt. Sie waren isoliert, sie waren nur noch eine kleine Minderheit. Sie werden in dieser Partei niemals ihre Vorstellung von Friedenspolitik, niemals ihre Vorstellung von Versöhnung mit Russland durchsetzen, die ich grundsätzlich teile. Deshalb, liebe Frau Wagenknecht, schlage ich Ihnen einen zweiten Schritt vor. Für diesen zweiten Schritt müssen Sie viel, viel mutiger sein als für den ersten Schritt. Aber vielleicht wächst der Mut ja mit dem Tun. Ich würde es mir wünschen und ich glaube, ihr würdet es euch auch wünschen. Ich bitte Sie,
kommen Sie zu uns, hier bei uns, hier mit uns. Können Sie die Politik machen, von der Sie in der Linken nur träumen. Ich weiß, mit meinen Positionen zum Frieden, zur Entwicklung Deutschlands, die überwältigende Mehrheit meiner Partei hinter mir, die überwältigende Mehrheit des Vorfeldes, das mich und meine Partei unterstützt, hinter mir, euch hinter mir, alles das kann ich Ihnen bieten. Kommen Sie zu uns und wenn Sie sich parteipolitisch richtig engagieren wollen, dann engagieren Sie sich in der einzigen Friedenspartei und das ist die AfD. Machen wir gemeinsam Deutschland zur Friedensmacht. Es lebe Sachsen, es lebe unser deutsches Vaterland, es lebe das wahre Europa. Ich danke euch. Was macht die Rede von Björn Höcke anders als viele andere Reden? Er zeigt hier klar die Vorgeschichte. Zwar sehr kurz und es fehlen auch noch einige Dinge, aber viele wichtige Dinge benennt er. Vor allen Dingen die Drangsalierung der russischsprachigen Bevölkerung im Osten der Ukraine, was der Schlüssel ist und worauf Sarah Wagenknecht weitestgehend immer verzichtet und worauf auch viele AfD-Spitzenleute immer verzichtet haben. Aus meiner Sicht ist es aber so, dass nur wenn man die Vorgeschichte klar ausführt, dann wird die Schurkerei der USA offensichtlich und dann wird auch offensichtlich, in welcher Gefahr wir uns befinden, wie die Lage hier ist und wie satanisch das Handeln ist und wie die USA die Welt ruinieren, wie die US-Führungselite, nicht die USA, sondern die Leute, die dort herrschen, wie sie die Ukraine ruiniert haben und wie sie uns auch missbrauchen und ruinieren. Erst wenn der Bevölkerung offensichtlich wird, was für ein satanisches Spiel in der Ukraine seit 2014 davor getrieben wurde. Erst dann kommt ein wirklicher Ruck durch die Bevölkerung, der eine Veränderung bewirkt. Weil, wenn das nicht angesprochen wird, das ist auch das Problem bei den Auftritten von Wagenknecht, dann kommt es am Ende immer so raus, ja natürlich, Frieden ist gut, es sollte eine Friedensinitiative geben, aber man kann es auch verstehen, natürlich, Putin ist ein ganz großer Schurke, und Hofreiter und die anderen, sie sind halt extrem um die Demokratie besorgt. Sie wollen Putin stoppen und die USA, Biden, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber man kann es verstehen, man kann den Standpunkt verstehen. Klar, Putin ist gefährlich, man muss ihn stoppen, naja gut, wir wählen sie dann trotzdem. Frieden wäre zwar besser, es wäre gut, Verhandlungen zu machen, aber naja gut, wenn die anderen das halt so sehen, dann ist es halt so. Björn Höcke hat jetzt hier viele wichtige Punkte klar angesprochen. Er hat auch von einem Putsch geredet. Und aus meiner Sicht, hier könnte man noch deutlicher machen, dass die USA den Putsch maßgeblich gesteuert haben. Indem man das Telefonat mit Victoria Nuland und dem US-Botschafter anführt. Indem sie zur Amtszeit von Janukowitsch die nächste ukrainische Regierung geplant haben. Das muss man sich mal vorstellen. Sie planen in einem fremden Land eine neue Regierung. Und das Entscheidende ist jetzt, was macht diese neue Regierung? Es sind ja genau die Personen drangekommen, die in dem Telefonat erwähnt wurden. Also kann man auch davon ausgehen, dass das, was die Regierung gemacht hat, in Einklang mit dem steht, was die USA, was die US-Führung will. Und Poroschenko hat wortwörtlich gesagt, deren Kinder werden in Bunker leben, so werden wir den Krieg gewinnen. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Und diese Aussage, die müsste auch von Wagenknecht, sie müsste immer wieder gebracht werden. Weil diese Aussage besagt klar, dass hier ein Genozid geplant war, weil deren Kindern werden im Bunker leben, heißt, man schießt gezielt auf die Zivilbevölkerung, sodass sie sich in Bunkern verstecken müssen. Und da es hier um die russischsprachigen Leute geht und gezielt auf sie geschossen wurde, ihnen auch keine Renten ausgezahlt wurden, wie Björn Höcke es richtig erwähnt hat, dann richtet er sich gezielt gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe und dann ist es ein Genozid. Und das ist keine Übertreibung, sondern das ist per Definition so. Und entscheidend ist auch, dadurch wird klar,
dass die Medien das gezielt ausgeschwiegen haben seit 2014, was der eigentliche Skandal ist, was das eigentliche Problem ist und was durch Wagenknecht nie benannt wird, dass diese Verbrechen der ukrainischen Regierung, dass sie bei uns in den Medien nicht vorkommen, dass die Medien nicht glaubwürdig sind. Und in all den Sendungen bringt Wagenknecht das nämlich nicht. Und warum nicht? Weil sie in den Medien mitspielen möchte. Und sie weiß ganz genau, wenn sie die empfindlichen Punkte bringt, die die Medien unglaubwürdig machen, dann ist sie raus aus den Öffentlich-Rechtlichen, dann ist sie raus aus den Fernsehsendungen. Und sie verzichtet bewusst darauf. Und was hat das zur Folge? Sie ist Kronzeugin für die Glaubwürdigkeit der Medien dadurch. Indem, wenn Panzertoni rumerzählen, wie schlimm Putin ist, und sie das alles nicht aufdeckt, wie die Geschehnisse waren, dass die Leute in der Ostukraine natürlich zu Russland wollten, was ja auch kein Wunder ist, wenn sie von der Ukraine-Regierung schikaniert werden über Jahre. Dass daran überhaupt kein Zweifel bestehen kann, dass diese Leute ihre eigenen Staaten wollen. Und dann sieht die ganze Sache natürlich vollkommen anders aus. Dann ist die Ukraine der Angreifer. Dann führt die Ukraine einen Angriffskrieg gegen ihr eigenes Land und nicht Russland. Sondern ist die Sichtweise tatsächlich so, dass Russland zu Hilfe kommt, wobei man natürlich streiten kann, wie weit jetzt Russland vorgehen darf und so weiter und so fort. Aber nach dem Kosovo-Urteil, aber auch moralisch gesehen, ist natürlich vollkommen offensichtlich, wenn die Ukraine-Regierung die Bevölkerung schikaniert und damit nicht aufhören will, dann ist es doch vollkommen klar, dass diesen Leuten ein eigener Staat zusteht, dass es nicht zumutbar ist, dass sie unter so einer Regierung leben, von der sie systematisch schikaniert werden, von der sie beschossen werden, von wo keine Renten ausgezahlt werden und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, wo ja auch der Trick ist, genau das zu tun, um zu spalten. Weil US-Strategen das ja immer formuliert haben. Und das könnte Wagenknecht auch benennen. Und das hätte vielleicht Björn Höcke auch noch mehr benennen können. Man muss ja sich die Position nicht zu eigen machen. Es reicht ja, wenn man es nennt, dass es in den USA so erklärt wird. Dass das Ziel ist, Eurasien zu spalten, einen Handel zwischen Deutschland und Russland zu verhindern. Dass das namhafte Leute wie George Friedman in Vorträgen erklärt haben. Dass das immer Interesse der US-Geostrategie war. The Romans did not send vast armies out there. It placed kings like, various kings created under the emperor. And those kings were responsible for maintaining the peace. Pontius Pilate was an example. So empires that are directly governed by the empire, like the Nazi empire, fail. No one has that much power. You have to have a level of cleverness. However, our problem is not yet that. It is actually admitting that we have an empire. Question on the table for the Russians is, will they retain a buffer zone that's at least neutral? Or will the West penetrate so far in the Ukraine that they're 70 miles away from Stalingrad and 300 miles away from Moscow? For Russia, the status of Ukraine is an existential threat. And the Russians cannot let go. For the United States, in the event that Russia holds onto the Ukraine, where will it stop? Therefore, it's not an accident that General Hodges, who's been appointed to be blamed for all of this, is talking about prepositioning troops in Romania, Bulgaria, Poland, and the Baltics. This is the intermarium, from the Black Sea to the Baltic, that Pilsudski dreamt of. This is the solution for the United States. The issue to which we don't have the answer is, what will Germany do? So the real wild card in Europe is that as the United States builds this cordon sanitaire, not in Ukraine, but to the West, and the Russians try to figure out how to leverage the Ukrainians out, we don't know the German position. Germany is in a very peculiar position. Its former Chancellor, Gerhard Schroeder, is on the board of Gazprom. They have a very complex relationship to the Russians. The Germans themselves don't know what to do. They must export. The Russians can't take up the export. On the other hand, if they lose the free trade zone, they need to build something different. For the United States, the primordial fear is Russian capital, Russian technology,
I mean, German technology and German capital, Russian natural resources, Russian manpower, as the only combination that has for centuries scared the hell out of the United States. So how does this play out? Well, the US has already put its cards on the table. It is the line from the Baltics to the Black Sea. Und plötzlich ergibt das alles Sinn, weil die Leute denken sich ja auch, warum soll denn die Ukraine-Regierung die eigene Bevölkerung schikanieren? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn man das aber sieht, die USA haben den Umsturz befördert. Das wurde durch das Telefonat klar, das wurde auch durch die 5 Milliarden klar, die Victoria Nuland genannt hat, die in die Ukraine gepumpt wurden. Es wird dann plötzlich völlig logisch, warum die Ukraine-Regierung, die von der USA noch zu Amtszeiten von Janukowitsch benannt wurde im Telefonat, Jazeniuk als der Regierungschef vorgeschlagen wurde, erst nachher wurde, und die Personen dann so feindselig gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung handeln. Sodass es zwangsläufig zum Krieg kommen muss auf Dauer. Was ja vollkommen im Einklang damit steht, den Handel in Eurasien zu blockieren. Die Beweise dafür sind offensichtlich. Und da muss man keine Angst haben, dass man damit nicht logisch argumentieren kann. So, I don't think Cleet should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Cleet and Tony Book on the outside. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Es sind unzweifelhafte O-Töne von der US-Regierung, von Poroschenko, von hohen ukrainischen Offiziellen, die auch 2019 schon gesagt haben, sie bereiten sich auf den Krieg vor, sie wollen vom Waffenstillstandsabkommen nichts wissen. Und Merkel, Hollande, Poroschenko und Zelensky haben ja gesagt, das Minsker Abkommen war nur dazu da, Zeit zu bekommen, um sich aufzurüsten, um die Gebiete zurückzuerobern, die ihnen nach dem Kosovo-Urteil völkerrechtlich überhaupt nicht mehr zustehen. Es ist auch so mit dem Kosovo-Urteil. Man muss es sich nicht zu eigen machen. Man kann aber sagen, es gibt dieses Urteil. Für den Kosovo soll es gelten, die sollen unabhängig sein. Jetzt in der Ukraine soll es nicht gelten, obwohl es im Kosovo keine Referenden gab, in der Ukraine schon. Und die Lage in der Ukraine vollkommen offensichtlich ist mit dem Handeln der ukrainischen Regierung. Es ist wirklich leicht zu argumentieren. Und immerhin, Björn Höcke hat jetzt hier die Vorgeschichte erklärt. Was war aus meiner Sicht an der Rede nicht ganz so gut? Und zwar redet er von Fremdbestimmtheit. Das ist eigentlich richtig, aber aus meiner Sicht, man muss es schlüssig argumentieren. Und er hat ja auch die Medien benannt als Problem. Aber er hätte es hier in das Argument einbetten müssen. Weil aus meiner Sicht, logisch betrachtet, funktioniert es so, die Leute hier, sie können ja frei wählen. Das ist ja der Trick, sie können ja wählen. Sie können ja CDU wählen, SPD wählen, sie können AfD wählen. Und wenn sie AfD wählen würden, wäre das Problem erledigt. Sondern der Trick ist ja, dass die Medien ein Informationskartell bilden, die Leute es aber nicht bemerken, dass es dieses Informationskartell gibt, dass wichtige Informationen nicht durchdringen und über das Ausland gelogen wird, glatt gelogen wird. Viele Leute in Deutschland wissen das nicht. Und ich habe vor kurzem auch nicht gewusst, das Ausmaß. Es war so, dass George W. Bush, also der Sohn von dem ersten George Bush, über ihn wurde immer Häme ausgegossen. Von Spiegel und Co. In den Anfang der 2000er. Der schlechteste Präsident und so weiter und so fort. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Und ich bin damals drauf reingefallen. Und habe gedacht, der Spiegel und so weiter, die sind anti-amerikanisch und so weiter und so fort. Und der Trick ist, dass da nicht auffällt, dass mit 9-11, dass sie da alle auch schon ein Kartell gebildet haben. Und dass bei 9-11 es vollkommen offensichtlich ist, allein mit dem dritten Turm, in das kein Flugzeug geflogen ist, das im freien Fall eingestürzt ist, was nur durch eine Sprengung möglich ist, weil ein Feuer, ein Einsturz würde vielleicht ein Feuer auslösen. Also hereinstürzende Teile würden vielleicht ein Feuer auslösen und dann würde vielleicht ein oder zwei Stahlsäulen nachgeben. Aber es waren ja, glaube ich, 71 oder 81 Stahlsäulen. Und die müssen auf einmal nachgeben, damit das Gebäude im freien Fall einstürzen kann. Also die Beweislage, und es gibt noch ganz viele andere Beweise an allen Stellen, das ist jetzt nur ein Argument rausgegriffen. Es ist vollkommen offensichtlich, dass der offizielle Bericht 2004 und 2007, dass es Täuschungs- und Lügenberichte sind der US-Regierung. Und warum täuschen und warum lügen sie? Sie haben was zu verbergen. Und all das kommt in unseren Medien nicht vor. Aber dadurch, dass der Spiegel immer Häme ausgegossen hat über George W. Bush, ist es nicht aufgefallen. Jedenfalls mir nicht.
Und das gilt ja nicht nur für Spiegel, es gilt natürlich für die meisten Medien. Also auch für die Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Das heißt, hier müsste man auch mit den Medien argumentieren. Natürlich, die Leute können frei wählen. Es gibt eine, auch die Justiz aus meiner Sicht, auch heute, sie funktioniert noch größtenteils, ich kann das nicht beurteilen. Die Leute können frei wählen. Der Trick sind die Medien. Die Herrschaft der US-Regierung oder anderer Kräfte, sie erfolgt über die Medien. Und das ist das Problem. Und das muss man klar benennen. Und hier wird dann auch deutlich, was das Problem mit Sarah Wagenknecht ist. Dass sie eben die Medien nicht unglaubwürdig macht, sondern dass indem sie in dem Zirkus mitspielt und wichtige Narrative verschweigt, sie das Ganze glaubwürdig macht und stabilisiert. Und solange die großen Medien, solange die Bevölkerung sie für einigermaßen glaubwürdig hält und Sarah Wagenknecht wertet sie auf, indem sie auftritt und auch sie nicht angreift, halt argumentiert, mit bestimmten Argumenten argumentiert für den Frieden, aber die entscheidenden Argumente nicht bringt, die die Medien vollkommen unglaubwürdig machen, dann stabilisiert sie das ganze System, das ganze Kartellsystem der großen Medien. Und was man auch nicht vergessen darf, bei der Einladung von Björn Höcke an Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht hat die AfD schwer beleidigt und diffamiert, auch Björn Höcke. Schwer diffamiert. Und damit bestimmt auch nachhaltigen Schaden angerichtet. Indem Leute gesagt haben, ja, wenn selbst Sarah Wagenknecht sagt, die AfD ist, Björn Höcke ist rechtsextrem und so weiter und so fort und 180-Grad-Wende, ganz schlimm und so weiter. Das hat sie so gesagt, hat sie bei Anne Will ausgeführt, wie unmöglich, wie rechtsextrem das ist und so weiter und so fort. Ich habe damals auch ein Video dazu gemacht. Dann ist der Schaden riesengroß und jetzt denkt man sich, na gut, Sarah Wagenknecht hat sich gewandelt und so weiter und so fort. Aber jetzt hat sie über Twitter Dieter Dehm angegriffen, der bei Compact ein Interview gegeben hat. Das heißt, sie hat das Compact-Magazin unmöglich gemacht. Und aus meiner Sicht, ich habe Compact abonniert, es ist alles mit Quellen sauber belegt. Natürlich, der Titel ist vielleicht mal ein bisschen reißerisch, man möchte ja vielleicht auch die Leute interessieren, es sind reißerische Titel, aber die ganzen Informationen, die sie bringen, das ist alles, hat alles Hand und Fuß. Also mir ist noch nichts bekannt, ihr könnt mir ja was bringen bei Compact, was nicht Hand und Fuß hat, was nicht sauber recherchiert ist. Das heißt, was hat sie gemacht? Sie hat Dieter Dehm negativ hingestellt und sie hat das Compact-Magazin schlecht geframed. Und das wäre aus meiner Sicht nicht nötig gewesen. Und aus meiner Sicht hier zeigt sich, dass Sarah Wagenknecht, man würde sich's anders wünschen, man fiebert immer mit bei den Auftritten und denkt, ja toll, sie war wieder schlagfertig. Aber es geht dabei unter, dass sie eben die entscheidenden Argumente nicht bringt, dass sie den Zirkus stabilisiert, dass das Mediensystem damit, dass sie damit ja, Teil des Problems ist und leider nicht Teil der Lösung aus meiner Sicht. Und man sich auch abwertet, wenn man dann sagt, ja bitte kommt zu uns. Also von jemandem, der einen beleidigt, der einen runtermacht, der einen diffamiert, den dann einzuladen. Gut, jetzt kann man sagen, Sarah Wagenknecht hat immerhin darauf verzichtet, die AfD namentlich schlecht zu machen. Aber trotzdem war es natürlich so, bei der ersten Unterzeichnerliste kein AfD-Mensch und im Interview hat sie gesagt, ja, wir zeigen hier mit der ersten Unterzeichnerliste, wen wir gut finden und wen wir nicht gut finden. Und das ist trotzdem eine Herabwürdigung. Also auch wenn jetzt die AfD nicht namentlich genannt wurde, sie wurde trotzdem im Vorfeld herabgewürdigt. Und das heißt, gnädigerweise dürfen AfD-Leute mit auf die Demo. Aber was zum Beispiel auch nicht verhindert wurde, es waren dann irgendwelche Anti-AfD-Schilder. Das heißt, die AfD hat kein Schild mitgebracht, aber die Anti-AfD-Schilder, die wurden dann groß gezeigt und das ist aus meiner Sicht ein Problem, das hätte man nicht tolerieren dürfen. Und aus meiner Sicht, man darf sich nicht abwerten lassen. Sondern man muss ganz klar selbstbewusst sein, Björn Höcke kann selbstbewusst sein und kann sagen, ja, ich habe hier die bessere Rede gehalten als eure Reden. Meine Rede war sehr viel besser und das war sie. Auch wenn sie vielleicht noch manches noch hätte besser machen können. Er hat doch das Entscheidende klar benannt. Die Vorgeschichte zu 2014. Und das ist das, was die Leute wissen müssen. Was wirklich eine Umkehr in der Bevölkerung erreichen würde. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.